Ja, ich bin gleich beim Problem. Dazu, wenn es in diese Richtung geht, würde man sagen, das ist ja gegen die Ausschreibungsrichtung. Das würde auch noch einen Widerstand darstellen. Und dann hier dieser Riss entsteht. Und ihr seht, es ist erstmal nur ein Riss, der sich einmal komplett um diesen Luftballon kreist. Anfangen zu flattern. Schwingungsversuche, zum Beispiel an einer Heinkel 219, helfen, das Phänomen zu verstehen. Fliegen soll in Zukunft angenehmer werden. Dafür untersuchen Göttinger Forscher das Klima an Bord von Flugzeugen. Laser und Rauch machen die Luftströmung sichtbar. Dummies simulieren die Wärmeabgabe der Passagiere. Thank you.